sie ist es ein ganz normaler Tag. Für die, denen sie helfen, ist es mehr. Sie sind die Helden des Alltags. Alarm für die Autobahnpolizei. Bodo Vogelsang. Sein Motto? Keine Kontrolle ohne Witz und Charme. Ralf Tiedemann schwört auf Teamgeist, Kollegen zogen ihn aus den Flammen. Gerhard Benneckenstein, genannt Benny, seine Leidenschaft ist die Verbrecherjagd. Klaus Ude, der Fahnder, bei Verdacht lässt er nicht locker. Stau auf der A2, ein Auffahrunfall. Auch Kommissar Hartmut Marquardt und sein Kollege Bodo Vogelsang bahnen sich mühsam einen Weg durch die Blechlawine. An der Unfallstelle kommt einiges auf sie zu. Zoff. Keiner der Unfallbeteiligten will die Schuld zugeben. Was wollte ich sagen? Jetzt nehmen wir nämlich Unfall, aber jetzt telefonieren wir nicht. Sonst fahre ich nämlich gleich wieder weg. Weil telefonieren kann ich auch zu Hause. Gut. Okay. Wo sind Sie denn gefahren? Linke Spur? Ich bin jetzt auf dieser Spur gefahren, wo Sie denn auch gute Bremsspur ist. Auf welcher Spur? Linke oder rechte Spur? Ich habe eine ganz klare Frage gestellt, darauf erwarte ich eine ganz klare Antwort. Das ist die mittlere Spur. Die linke Spur. Ja. Weil eine mittlere haben wir hier nicht, die linke ist nämlich abgeparkt. Ja. Also die derzeitige linke Spur, da sind Sie gefahren. Richtig. So. Und Sie sind auch in der linken Spur gefahren. Ja. Und diese Geschichte mit dem Rüberziehen, was können Sie dazu sagen? Da kann ich offen sagen. Sie sind die plötzlich in die Lücke gezogen. Ja, ich bin die ganze Zeit auf der linken Fahrbahn gefahren. Also das kann man nicht sagen, dass ich rübergezogen bin. So, dann gucke ich erstmal die Schäden an den Autos an, vielleicht kommen wir damit weiter. Nur wenige Kilometer entfernt, eine interessante Entdeckung. Hey. Ah, was ist das? Vorne kein Kennzeichen. Ein Kennzeichen aus Oberhausen. Gleich nach der Werbung, Spurensicherung, Autobahnpolizisten, denen man nichts vormachen kann. Ein Beamter mit Glück im Unglück. Geplatzter Reifen bei Tempo 150 und Lebensgefahr durch Glatteis.